heute drehen wir einen Film, in dem ich probiere zu erklären, was es eigentlich bedeutet, wenn man Autos chemisch entlackt, dann die Schweißarbeiten macht oder was es bedeutet, wenn wir die Fahrzeuge, auch die schlechten Autos, chemisch entlacken, entrosten, in einem Gang KTL beschichten. Es ist sehr kompliziert, das zu erklären, und es ist auch nur durch visuelles Erklären möglich, weil man als Laie den Vorgang so gar nicht erfassen kann. Und jetzt kommt nämlich die Problematik, was mir von 10 Kunden 9 die Frage stellen. Ich habe ein Fahrzeug, guten Tag, ne? Frage ich natürlich, was für ein Fahrzeug habe ich denn? Ja, dann sagt er, ich habe dann zum Beispiel einen Porsche 356 oder einen Porsche 911. Ich würde den gerne entlacken. Ja, dann sage ich, ja, können Sie auf beide Wege machen. Sie können das Entlacken entrosten, gleich KTLen und dann Schweißarbeiten machen, oder Sie können Entlacken entrosten und dann abholen, dann die Schweißarbeiten machen und dann wieder zurückbringen und KTLen. Ja, das, mein Karosseriebauer hat gesagt, das kann nur so funktionieren. Leider muss ich dazu sagen, dass es in der Praxis an klassischen Fahrzeugen oder allgemein an Second Life Karosserien so nicht funktioniert, weil wir nicht mit Pressflächen arbeiten, weil die Prozesse im Werk so nicht dargestellt werden. Und deswegen ist es gar nicht schlecht, wenn wir hier jetzt einfach mal ein Video drehen, ja, und sagen, warum und weshalb. Fahrzeug ist entlackt, Fahrzeug ist entrostet und ist hell. So gefällt er uns. Ja. Die ganzen Hater, wo sagen, boah, chemische Entlacken, da kommt dann aus den Falzen und so weiter. Ah, war Bullshit. So schön und sauber kriegt das niemand hin. Punkt, aus, vorbei. Wo liegt das Problem beim Karosseriebauer? Der sagt, ich kann hier wunderbar arbeiten. Ja, ich kann hier schweißen, tun und machen. Ja, kann er. Aber das macht er nicht an einem Tag. Er macht das auch nicht an zwei. So eine Karre ist 3 Monate unterwegs, irgendwo. Das bedeutet für den Kunden, 3 Monate ist diese Kiste unterwegs und nach 3 Monaten ist ein blankes Auto, egal wie gut du es phosphatiert und geschützt hast, einfach nicht mehr blank. Das ist der erste Punkt, das muss man verstehen. Der zweite Punkt ist, jeder Karosseriebauer sagt, ich bin der beste Karosseriebauer und alle anderen sind Pfuscher. Und bei mir, klar, machen die auch normal. Aber was kann ein Karosseriebauer nicht? Ein Karosseriebauer kann nicht auf einem grauen, hellgrauen Blech die Tiefe der kleinen Dellen und Wellen erkennen. Er kann die Fläche nicht beurteilen, sondern er muss sie mit der flachen Hand beurteilen. Das heißt, er muss hier entlang fahren und dann erspürt er irgendwelche Wellen und sagt, das ist die Unebenheit. Und das führt eigentlich im Umkehrschluss dazu, dass der Kunde zwar das Blech gemacht hat, der Karosseriebau hat schon eingezinnte Stellen, so wie das hier, ne? Das ist alter Zinn. Und dann ruft er mich an und sagt, ich möchte jetzt nochmal vorbeikommen und KTLen. Was er nicht bedacht hat, der fährt nochmal. Ne? Ich muss nachentrosten, das kostet einfach Geld. Und oft ist man so, also nicht speziell bei dem, aber eigentlich bei allen deutschen Fahrzeugen, dass die Bleche, die sie irgendwo gekauft haben im Internet, die sind ja nicht blank. Die sind irgendwie grundiert, schon KTLt, angemalt, angeblasen, gepulvert, aber irgendwie irgendwas haben sie da drauf. Und das bedeutet, wir kriegen einen Flickenteppich. Sieht man übrigens ganz gut hier, da, bestes Beispiel. Der hat die Karosseriearbeiten beendet. Die Seitenwand ist KTLt, das Teil ist KTLt. Dann hat er die blanken Stellen grundiert, weil er dachte, der tut ihm was Gutes. Und überall hat er irgendwo angefasst. Und jetzt kommt er zu mir und sagt, Herr Schwan, bitte KTL beschichten. Ich muss ihm aber erzählen, guter Mann, ich muss das da entlacken. Und dann kommt Folgendes, machen wir mal an dem Auto weiter. Das ist jetzt nur beispielhaft. Plötzlich erkennt der Kunde nach der KTL, dass solche kleinen Dellen und Wellen, ja, oder irgendwelche Einschläge, da ist ein Einschlag. Das sind die typischen Fehler, die man nach der KTL sieht, weil das ein starker Kontrast ist. Und dann kommt ein großes Problem dabei raus. Der Kunde sagt, ha ja, jetzt muss ich ja doch die KTL wieder anfassen, weil das Argument, ich verletze die KTL nicht, zieht plötzlich nicht. Ne? Ich muss die trotzdem anfassen nach der KTL. Dann geht er zum Karosseriebauer und sagt, Hans, Peter, also das musst du noch machen. Dann sagt der Hans, der Schwan war's, Kablas, die haben das ja, meins war perfekt. Nee, war das nicht, du hast es einfach nicht gesehen. Und dann entsteht eine gewisse Diskrepanz zwischen der Erwartungshaltung Kunde und das, was sich Karosseriebauer erwartet. Also man hat definitiv immer Nacharbeit. Und deswegen sind wir übergegangen und haben gesagt, okay, drauf geschissen. Entschuldigung, dass ich mich so ausdrücke. Wir machen die KTL gleich. Wir machen sie gleich, so wie hier. Ne? Also einfach aufs schlechte Auto. Bei dem ist es jetzt vorab. Warum? Wenn sie so steht, dann hat sie eine Halbwertszeit. Wenn sie so steht, kann sie stehen, solange du willst.
Das ist genau das Problem. Und wie die Karosserien nach den Karosseriearbeiten aussehen, wenn wir zum Beispiel damit fertig sind und andere, das zeigen wir im Schritt Nummer 2. So, jetzt haben wir hier ein bisschen die Location geändert und stehen hier von einem Porsche 911 G-Modell, welchen wir nach unserer Vorstellung hergestellt haben. Das heißt, wir haben den mal chemisch entlackt, chemisch entrostet und das schlechte Auto gleich KTL beschichtet. Danach haben wir Karosseriearbeiten durchgeführt und das Auto auch gefinisht, zusammengebaut für den Lack. Dem Kunden gezeigt, abgenommen und der nächste Schritt wäre im Prinzip die Lackiervorbereitung, die Lackierung so, dass er als eine fertige Rohkarosse im Prinzip dem Kunden dann gebracht wird. Und das ist nichts anderes wie unser Produkt. Das heißt, unser Produkt ist de facto die Rohkarosserie in allen Facetten, wo wir als fertige, lackierte Einheit abgeben. Deswegen haben wir auch, sagen wir mal, die Gunst der Stunde zu sagen, dass wir eine gewisse Erfahrung haben da drauf. Und das ist jetzt noch keine Großserienfertigung, aber eigentlich sind die Schritte seit Jahren für uns absolut wiederholend. So, an dem Fahrzeug sieht man, dass die KTL in mehrfach beschädigt wurde. Das heißt, hier wurden hier irgendwelche Sachen eingezinnt, hier wurden Rückdeckel eingepasst, die Rückleuchten wurden eingepasst. Das sind Mindestumfänge, die man nach der Karosserie arbeiten vor dem Lackieren machen muss. Und deswegen sind alle Kundenanfragen, die sagen, ich entlack bei euch jetzt ein Auto und KTL. Und wissen Sie, das Auto hat ja gar keinen Rost. Das sind ja nur so vorne rechts und vorne links und mehr ist es ja gar nicht. Und dann sage ich, ja, also ich habe noch nie ein Fahrzeug gesehen oder noch nie eine Karosserie, wo unter einer Woche lackierfähig wäre, da müsste sie ja gar nichts haben, weil du musst sie ja mindestens zusammenschrauben, mindestens muss das alles passen, die Türen, Spaltmaße, das muss funktionieren, das ist ein Mindestaufwand. Und dieser Kernschrott muss dann so dargestellt werden, dass der Lackierer dem Karosseriebauer folgen kann. Und einfach so ein Auto entlacken, zusammenstecken und lackieren führt dazu, dass jede Fläche für sich eine separate Fläche ist. Und diese separate Fläche sieht einfach nach dem Lackieren nicht gut aus. Sie muss eine Einheit bilden, sie muss leicht aussehen, genau. Sie muss glatt sein und sie muss im Prinzip ein Kokon darstellen. Und wenn man das so nicht macht, dann ist das kein Kokon, dann ist das irgendeine Metamorphose von irgendeiner Hausschnecke. Ja? Das passt nämlich gar nicht dazu. Und wenn man das als Wunsch definiert, dann kommt man eigentlich um diese Gewerke nicht herum. Und wenn man jetzt drauf zurückgeht und sagt, ah ja, aber ihr habt ja jetzt hier KTL beschichtet und ihr habt hier die KTL verletzt, ja, und was ist jetzt? Ab Werk wird ja die Karre, egal welche, blank zusammengepunktet. Bum, 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 bum. Und dann geht er weiter, dann wird sie vorbehandelt. Das bedeutet 100%, und zwar nicht 99, sondern 100% aller Karosserien dieser Welt werden in irgendwas getunkt, in irgendeiner Form vorbehandelt und in irgendeiner Form KTL beschichtet. Nach der KTL-Linie stehen immer vier Yogis mit so einem Schleifer und mit so kleinen Hämmerchen und erkennen plötzlich irgendwelche Macken an den Karosserien, wo sie vor dem Lackieren in der Linie nachbessern, nur erzählt man euch das nicht. Das zeigt man nicht, man zeigt nur die schönen Bilder lackiert, aber diese Vorbilder, wo sie dann drücken oder mit dem Knie die Tür noch reinstemmen, das zeigt keiner. So, und das ist nichts anderes, was wir hier machen, nur ein bisschen umfangreicher. Die Stellen, die wir hier fahren, sind natürlich größer, ja, wir verletzen sie natürlich höher, aber das macht nichts. Die KTL ist eine Epoxy-Basis und wenn ich hier jetzt mit einer Epoxy-Grundierung fertig mache und dann anschleife, habe ich de facto den gleichen Effekt wie das Werk. Nur, dass ich halt individueller, mehr Manufaktur, mehr auf die Konturen eingehe und wesentlich tiefer in diese alten, handgemachten Autos einsteige, die nie gleich waren, die immer große Toleranzen haben, egal welche. Ja, so ein Ding kann 2 Zentimeter rechts, links sich unterscheiden. Ein Käfer ist verquert 2 Zentimeter schief. Ein Parker kann 2 Zentimeter breiter sein, als er eigentlich soll. Deswegen ist das alles Manufaktur. Der Lehrbuchgedanke funkt an solchen Dingen einfach nicht. Wir fassen kurz zusammen. Wir können selbstverständlich Autos entlackern, entrosten und ihr könnt sie übernehmen und zu Hause schweißen und dann zu uns bringen. Wir tun dann nachentlacken, nachentrosten, KTL beschichten. Was aber ganz klar sein muss, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ihr trotzdem noch
Arbeiten nach der KTL habt, also Karosseriearbeiten in Form von Finish und Kontrast, ist fast zu 100%. Beziehungsweise ihr müsstet dann de facto Blechgötter sein, was ich bis jetzt noch nicht so art gesehen habe. Deswegen empfehlen wir, wenn die Autos halbwegs beieinander sind, dass man sie gleich entlacken, entrosten, KTL beschichten sollte und danach die Karosseriearbeiten ausführen, Finish machen und dann in den Lackierprozess stellen. Und der Lackierer, der weiß, was man mit solchen blanken Stellen machen muss. Und auch der Aufbau hier ist auf jeden Fall für eine gute Lackiererei ganz klar. Und wenn man das Thema Korrosionsschutz anspricht und sagt, der Korrosionsschutz ist ja dann nicht mehr gegeben. Das stimmt nämlich nicht. KTL ist ein Teil von einem Lackieraufbau aus zig Beschichtungen, zig Schritten. Und in der Summe ist das ein Korrosionsschutzkonzept. KTL alleine ist nur eine Basis. Mehr ist es auch nicht. So, schönen Sonntag und ich wünsche euch was.